see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Without giving a warning, I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Friend to 23, she left her body in Harvard above me. Heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for good. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, heute mal eine kleine Runde Satisfactory, da Steam bei mir nicht so will, wie es sein soll.
Ich krieg Steam nicht mehr gestartet. Ich habe schon versucht, neu zu installieren, aber na. Ja, da muss jetzt ja was anderes herhalten. Ja, und da Satisfactory, da ist es ja nur zur Zeit auf dem Epic Games habe. Klar, ich hätte könnten auch MechWarrior 5 spielen, aber da habe ich leider keine Lust dazu. Und ja, bin mal gespannt, was jetzt da noch Neues dazugekommen ist in Satisfactory. Ich spiele ja die Experimental Build Version und habe auch noch ein paar Mods mit drauf. Also man kann ja das Spiel auch mit Mods spielen. Dazu benötigt ihr einfach den Satisfactory Mod Loader, den man sich halt runterladen kann. Also einfach mal googeln und dann kommt ihr auf eine Seite. Ich sag mal, ja, sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber dort könnt ihr halt den Mod Loader herunterladen, die Excel-Datei herunterladen und dann dementsprechend installieren und danach den Mod Loader einfach starten. Und er sucht dann automatisch den Pfad von dem Spiel und dort könnt ihr dann halt dementsprechend auch die Mods herunterladen. Drauf habe ich zurzeit die MK++ Version. Na, bringt mir MK2, MK3, MK4 Building. Ich weiß nicht, ob das auch in Vanilla auch so ist. Ich weiß leider nicht mehr. Ich habe schon längere Zeit nicht mehr gespielt. Die Refine Power Mod bringt neue energieerzeugende Gebäude hinzu, zum Beispiel Solarpanelen oder Windkraftwerk und. Die Stackable Machines muss ich selber erstmal nachschauen, was das genau ist, denn man kann die Fabriken übereinander stapeln, indem man die einfach mit Conveyor Belts oder mit Conveyor Lifts dort anbringt und dann kann man dann halt die Fabriken so stapeln. Ich weiß nicht, ob das auch in Vanilla so geht. Storage Teleporter weiß ich noch nicht, da kann ich leider nichts dazu sagen, aber ja, mal schauen. Wir starten erstmal ein neues Spiel. Erstmal ist da Brooklyn. Privat, ich kann ja mal noch Friends Only machen. Als der eine oder andere, der meiner Freunde sitzt, ist bei Epic, dass er dort mitspielen kann. Wir nehmen die hier. Zwar ist das alles auf einer Karte, aber am Anfang lohnt sich das erstmal das hier, weil hier sehe ich jetzt auch schon, ich habe hier einmal die Dünenlandschaft gespielt, aber ja, dort gab es halt Probleme mit Holz und den Blättern für die Biomasse herzustellen. Also jetzt mal die grüne Landschaft. Ach, ich habe vergessen, ein Intro zu skippen, aber das kann ich auch noch so machen. So, Intro überspringen. Yep. Ich bin hier gelandet. Ja. Ja. Das ist eigentlich nicht die Position, die ich gerne hätte, aber mal schauen, vielleicht gibt es hier noch das eine oder andere, wo ich hier Eisenerz finde. Mal schauen. Ja, ist ein kleines bisschen zu laufen. Okay, ich bekomme keinen Fallschaden. What? Aber erstmal hier mal auf die Schnelle noch ein paar Blätter einsammeln. Für später.
Biomasse herzustellen. Ich hasse diese Viecher. Da kommt schon her. So. Eisenerz. So, dann haben wir hier Eisenerz. Ich finde es gut, dass hier drei Plätze sind. Weil ich habe es vorhin nochmal gespielt. Für eine Stunde. Und dort habe ich dann auch einen besseren Platz gefunden, muss ich sagen. Wobei das, glaube ich, auch hier in der Nähe war. Bin mir jetzt nicht sicher. Ah. Ich weiß es nicht mehr. Der Hub. Na gut, okay, da hinten ist Dings. Steine. Und dann muss ich halt noch gucken, wo ich dann gleich hier Dings herbekomme. So, wo ist mein Euro-Stück? Da ist das Euro-Stückchen. Das klemme ich meistens immer in die Leertaste ein. Und ja, da heißt es eigentlich nur zuschauen, denn am Anfang geht vieles von Hand. Also es dauert etwas, bis man hier etwas automatisieren kann. Und ja, derzeit kann ich noch eine Zigarette machen. Und ich werde wahrscheinlich das Ganze auch ein bisschen höher bauen. So Freiluft, die Basis. Zigarette ist fertig, das ist fertig. So, wir brauchen 10 Stück. Ja, das war zu viel. Und wir machen noch ein paar Eisenplatten noch dazu. So, das Euro-Stück kommt mal auf die Seite. So. Dann verbessern wir das erstmal. Neue Ausrüstung. Hab Stufe 2. So, und tschüss. Ah, und was ich noch nachschauen möchte, ist der Autosave. Warum ist der Autosave immer auf 5 Minuten? Ich habe den mal umgestellt auf 25 Minuten. Aber er hat es nicht geschnallt. Jetzt sind es 25 Minuten. So, die Berries kommen weg, das kommt weg, Holz kommt weg, das kommt weg. So. Okay, wir haben den ersten Generator, das ist gut. So, Kupfererz. Ja, Kupfererz ist dort oben. Ja, weil hier, genau, hier ist ja auch noch, genau, hier oben war ich ja, habe ich dann am Anfang gebaut. Der Kupfererz ist hier oben. Hier ist auch der Aufstieg nach oben. Ja, die Flugzeuge sind wieder unterwegs. Ja, hier habe ich gebaut. Und dort hinten gibt es auch noch ein Eisenerzvorkommen. Hier. Ich hasse diese Viecher. Wir nehmen das mal mit. Okay.
hier ein paar Berries mitnehmen. Na, hin und wieder will er mal, manchmal nicht. So. Nehmen wir mal ein bisschen Kupfer mit. Na komm schon. Na komm. Alter, diese Viecher. So. Haben wir ein bisschen Kupfer. Autsch. Jetzt bekomme ich Fallschaden. Da ist noch ein Vieh. Das ist, glaube ich, Schwefel. Oder? Ne. Oh, Uran. Ui, 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 ui. Okay. Ah, da ist noch eine Schnecke. Okay, das Uran habe ich hier hinten bei dem einen Spielstand nicht gesehen. Hm. Hallo? Kuh. Produktion. Ein Schmelzofen. Ich soll was bauen? Erstmal eine Ausrüstungswerkbank bauen. Aber dafür brauche ich erstmal Eisenstangen. Denn ich brauche den Portable Miner. Das Ganze wird später wieder abgerissen. Portable Miner. Ja. Ich werde wahrscheinlich den Stream so gegen 15 Uhr beenden. Da ich um 4 Uhr noch bei Zahnarzt muss, ich habe schon seit einigen Tagen habe ich höllische Zahnschmerzen, brauchst Mahlzeit. Und die Nacht, die war, naja, nicht gerade prickelnd gewesen. So. Also alles, was so im Kopfbereich ist, sag ich mal, ist schon ein bisschen mies. So. Wir haben einen Portable Miner. Yep. Normal. Normal. Was ist ein Unterschied? Normal. Hm. Na ja, gut. Und wir setzen noch einen dort oben hin. Dass er mir wo bist du denn? Alter, diese Drecksviecher. Kalkstein, genau. Kalkstein brauche ich später jede Menge. Wenn ich nach oben bauen möchte. Ich auch noch oben machen. Meilensteine anzeigen. Kupferbarren. Der Anfang ist schon ein bisschen, naja, bisschen langatmig. Noch Eisenbahn herstellen, aber wenn dann später in Richtung Automatisierung geht, geht das Ganze ein bisschen einfacher. Aber die Rezepte sind halt dementsprechend, ja, enorm, was man dann alles benötigt. So, ah, ne, stopp, das hier brauche ich.
mach die Kupferdrähte mal komplett. Und schwupp. Alles nehmen und alles nehmen. So, Eisenstangen noch ein paar Stück. Zap. Und starten. Das kann weg, das kann weg. Die Berries können erstmal weg. So, als nächstes kommt, ja genau, Förderbänder. So, das Euro-Stückchen hinein in die Leertaste. Kabeln 14 Stück. Ja. Schon, da ich dann die Beton-Dingern herstellen kann, also die Foundations. Ich muss mich gleich mal ein bisschen heilen. So, das reicht erst. Ne, ich glaube, das reicht schon lange nicht. Huh. Beton. Komm, ich mach die komplett fertig. Die Eisenbahn. Da habe ich auch schon eine Mod gesucht, die das Ganze ein bisschen verstellern tut, aber es gibt sowas nur auf maschinelle Basis, also für die Konstrukte selber, aber nicht per Hand, weil das ist schon etwas, ja, ich würde nicht sagen, dass es nervt. Aber es ist anstrengend. So, dann baue ich gleich noch zwei Portable Miners für Kupfererz noch zu produzieren.
der ist dann auch fertig. Ja, meiner Lagercontainer, perfekt. So. Congratulations, you have unlocked building conveyor belts and poles. Inventory additional slots. Ninth objective. Ja, ja. Ja, gut, okay. Für euch, sag ich mal, hätte ich es könnten anlassen. Oh, ich kenne das schon. Gerade am Anfang. Das ist fertig. Ah, das kann ein bisschen dauern. Da muss ich noch die... Die Lagercontainer bauen. Das dauert. Ja, wie gesagt, das halt ein bisschen schneller zu machen, ja, wäre eigentlich grandios, also per Mod, aber leider nicht möglich. Immer mit einem Schlag drauf, aber leider drei Schläge. Ich glaube, das war mal am, zu Anfangszeiten von Factorio war das so gewesen. Da hat es nur immer nur einen Schlag gedauert und dann, ja. So, machen wir noch die Kupferbarren. Den Rest werde ich wahrscheinlich alles in ein Lager rein tun. Und dann wird es raus herausgesogen, oder von den Förderbändern herausgeholt, in die Schmelzen hinein. Ich muss natürlich ausgereicht mit den Kupferbarren. Ich brauche da ja 50 Stück von den Kabeln. Na, lass mal noch 100 Eisenerz übrig, Kupfererz übrig. Und dann ab ins Lagercontainerchen. Gleich. Muss erst noch hier. Ich hab Upgrade 5 noch fertig bekommen. Ups. Einer zu viel. So. Und weg damit. So, was haben wir hier? Lagercontainer, Strommast, Produktionen, Konstruktor, gut. So, Lagercontainer. Eisenstangen. Ups, ups. So. Komm. Ich brauche noch Eisenplatten.
Ein Container für Skalk, Kupfererz und Eisenerz vorerst. Also die drei Sachen erstmal. Dann fangen wir an, die ersten Konstruktionen zu bauen, das Ganze ein bisschen zu automatisieren. Die versteckten Eisenplatten brauche ich auch noch später. Lagercontainer. Ach, guck mal, da sind Berries. Ja, vorerst mal die Lagercontainer dorthin, bis ich mal die Plattform habe. Ich glaube, die Steine kann man auch irgendwann zerstören. So, das ist für Kupfer. Das ist für Eisenerz. Das ist für Kalk. So. Ja, das heißt, Kupfererz hier hin. Eisenerz, Kupfererz und dann das Kalk. Geben wir noch ein bisschen Kalkul. Und da brauche ich auch später noch eins für die Biomasse noch. Ja. Ja, es gibt noch ein bisschen was zu tun. Der Anfang. Gut, eigentlich das komplette Spiel ist, sage ich mal, ja. So. Strommast, Produktionen, Miner. Ja gut, okay. Alles nehmen. Erstmal so hin. Da fehlt mir Zement. Beton. Oh, Autosave Starting. Der Miner dorthin. Machen wir noch gerade noch oben noch für den für Kalksteiner fertig. Okay, es gibt nur einen Freiraum. Na gut. So. Da brauche ich noch einen für Kupfererz. So, gehen wir mal hoch. Beziehungsweise, ja gut, ich kann ja eh nur einen bauen. Da ist ja auch noch Kalk, stimmt ja.
Naja, erstmal schön Werbung machen, dann sich immer direkt verpissen. Arschlöcher da. So. Wo ist mein Hub? Da. So, und dann brauche ich jetzt halt die Schmelzöfen. So, hier ist Kupfererz. Ne, stopp. Schmelzofen. Ach, die ist ja breit, da stimmt, ja. Sieben Stück. Ein paar Eisenplatten noch. Komm, den Euro noch mal hier einstecken. Da muss ich schauen, da ich an die Biomasse rankomme, weil einfach jetzt noch so die Blätter in den Generator reintun. Ich glaube, das ist der größte Fehler, den man machen kann am Anfang. Denn die Biomasse ist, glaube ich, effektiver als die Blätter. Ich weiß es nicht, also könnte mich da gerne korrigieren. So, einstellen, anzeigen. Gut. Okay. Dann kann ich ein. Komm. Und die Eisenstange fertig. Damit ich noch eine Schmelze kann bauen. So, hier kommt das Eisenerz hinein. Ach, ich habe hier noch Kupfererz. So. Beziehungsweise. Einen kann ich antreiben.
Einen muss ich sogar antreiben. Oh, ich habe kein Kabel mehr. Ich glaube auch jetzt da kein Dings mehr. Ah doch, habe ich schon ein bisschen. Hui. Lang. Leitung zu lang. Ah. Gut. So. Dann laufen die mal. Ich glaube, 4 Stück maximal. Pack die Maschine, ne? Mhm. Selbst 4 Stück wären dann schon wirklich an der Grenze. Ja, hat nicht geklappt. Ah, 4 Stück noch. Das war's. Wobei, wie viel Kupfer habe ich ja noch? Ein paar Drähte fertig. Und ein paar Kabel. So. Ich gehe mal hier das Eisenerz holen. Der braucht ein bisschen länger. Mir. Nee, stopp. Ha, 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 ha. Du machst Eisenerz. Du machst Kupferbarren. Der ist ja komplett verkehrt. Geht denn über den Konstruktor, ne? Shit. Eisenerz. Eisenerz. Kupfererz. Eisenerz. Geht denn über den Konstruktor? Habe ich aus Versehen hier Dings reingetan.
Hä? Wieso machst du nichts? Jetzt machst du es. Interessant. Jetzt sollte nicht das sein, wie es sein soll. So, gut. genau. So, dann Beton. Konstruktor braucht verstärkte Eisenplatten. Braucht Schrauben. Versteckte Eisenplatten brauche ich eh später noch einiges mehr. Das hier mal fertig noch. Mal Eisenplatten bauen. So. Das dauert ein bisschen. Meiner Konstruktor. Das weg. Konstruktor. Ah, ja, okay. Na, da. Jetzt haben wir's. So, Beton bitte herstellen. Natürlich auch Strom. Strom. Und auf geht's. Wie sieht's aus mit dem Stromverbrauch? 8 Megawatt. Ja, gut. Beton läuft. Auch wenn es nur langsam ist. Kann ich mich gleich hinten alles anschließen. Das läuft noch. Genau. Jede Menge Eisenplatten. Gut. Da war ja mal was gewesen. Ach, oben muss ich ja auch den Strom noch hinbringen für den Kupfer. Eisen. Beziehungsweise die brauchen Beton. Ja. Nicht viel. Verdammt. So. Ach, wenn ich schon gerade dort hinten war. Ich könnte auch gleich das Kalk nehmen. Kids screaming in the
cradles profanities. I see the world through ice covered in teuer. Später wird die alles abgerissen. So, rein damit. Irgendwas wiederholt sich die Musik hier. Komisch. Was wollte ich bauen? Eisenplatten. Geräte brauche ich auch noch. Kabel brauche ich noch. Jetzt mache ich erst oben die Geschichte fertig für das Kupfer. Kabel noch. Zap. Ach komm, ich schmeiß noch die Eisenplatten fertig. Also irgendwas stimmt mit meinem Handy nicht, dass er jedes Mal die Ladung abbricht. Gut, nach 4 Jahren kann man auch mal sagen, das Handy ist fertig. So, aber ich mache das hier noch schnell. Ein bisschen schwierig, das irgendwie hier rein zu klatschen. So. Wenn die mal abgespeichert oder beziehungsweise eingelagert. Noch ein Lagercontainer kann ich bauen. Na, schau mal, soll ich die Maus noch langsamer stellen? Okay, das kommt jetzt auch. So, habe ich hier noch, ja, einen habe ich noch frei. Leitung zu lang. Leitung zu lang. So. Ja.
Och, Handy, ey, das gibt's doch nicht. Was ist dein Problem? Dass der jedes Mal die Ladung abbricht. So, ja. Eisenbarren. Oh, no power. Ups. Ja, ich muss da definitiv auf die Biomasse übergreifen. Die gehen auch gleich zur Neige. Ohne Biomasse wird ein bisschen schwierig. Wenn wir erstmal ein kleines Grundgerüst aufbauen. So, dann haben wir das hier. Eisenplatten. Zu teuer. Eisenerz hast du noch drin. Oh. Naja gut, solange sich das Tor jetzt hier erfüllt mit einem Kupfererz, ist alles gut. Eisenplatten. Das hier. Dann haben wir jetzt ja gleich mal die grundlegenden Rohstoffe. Ja. Den Fließbändern muss mal ein bisschen besser werden. Davon habe ich noch ein bisschen. Oh, brauche ich ein bisschen mehr. Am besten wäre es, wenn ich das Eisen. Hallo Astur, grüß dich! Ich
Ich habe hier drei Miner. Dass ich das Ganze dreimal aufstocke. Mal schauen. Na, so, alles klar bei dir. Fertig. Zu lang. Okay. Muss erstmal dein Kommentar hier erlauben. Ich weiß nicht, wieso er das gesperrt hat, aber ganz, ganz komisch. Ja, ich habe jetzt erstmal noch 2 Wochen Urlaub. Und dann geht es demnächst wieder weiter mit der Arbeit. Und ich... Hi Jenny, grüß dich. Und ja, letzte Woche kam mir kein Stream von meiner Seite aus, da es einfach zu warm war. Und das war ein Unding. Also ich hab's selber nicht ausgehalten bei 30 Grad in der Bude. Ich nutze Satzzeichen, das ist der Bot scheinbar nicht gewohnt. Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Ja, ich weiß nicht, was der Bot da für Probleme hat. Was ist ein... Achso, ich habe keinen Strom mehr. Ich brauche unbedingt... hier... das noch raus. Ich muss auf Biomasse gehen. Oh, hallo. Da kommst du, Papa. Ich hasse diese scheiß Viecher. Na, gib mir die Beere. Gib mir hier die Beeren. Oh, was ist das da? Hä? Element 65. Was? Habe ich da was verpasst? Sucht Factory habe ich auch, weil ich nicht mehr gespielt bekomme, aber gleich schon wieder Lust drauf, wenn ich es sehe. Ja, ich hatte jetzt eigentlich auch wieder... Ja, eigentlich wollte ich vorhin was anderes spielen, aber Steam macht bei mir Probleme zurzeit. Und da habe ich mir gedacht, komm, ich spiele jetzt mal was anderes. Dann habe ich dann gesehen, ah, Factorio, alles klar. Und dann werde ich das wieder spielen. Satisfactory. Und ja. Weil eigentlich wollte ich vorhin wieder eine kleine Runde... Sniper Elite spielen, aber wie gesagt, Steam. Mm-mm. Ich habe es auch mal wieder neu installiert und immer noch nichts. Ich denke mal selber, dass Steam ein Problem hat. Oh, Schwefel. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Ne, stopp. Wo kommt? Wo bist du?
jetzt bist du tot. Ich hab keinen Platz mehr. Eigentlich wollte ich noch Schwefel mitholen. Aber nö. Kein Platz mehr für die Berries. Da ist auch kein Platz mehr da. Ja, gut. Also, weg da. Ist ja giftig. Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie lange ich das durchhalten werde mit Factorio. Aber ich denke mal, ja, heute eigentlich nur bis 15 Uhr. Mit dem Stream. Da ich hier um 4 Uhr noch einen Zahnarzttermin habe. Noch was weg. Ja, kommt, das kommt erstmal weg. Gut, das läuft wieder alles vorerst. Und dann würde ich sagen, mache ich schon mal die Sachen hier fertig und das Euro-Stück einklemmen. Das ist das Gute dabei. Alle anderen Münzen passen nicht, außer das Euro-Stück. Das ist das Einzige, was bei mir passt in die Tastatur hinein mit der Leertaste. So 50 Cent, das ist zu dick. Und 2 Euro ist auch wieder zu dick. Ja, und die anderen Centstücke, ja, die sind zu klein. Also ist der Euro schon eher perfekt bei sowas. Achso, stopp. Eisenstangen. Das kann ich ja noch so machen. Beton habe ich. So. Ja. Es fehlt halt nur, wie immer, an Eisen. Eisen ist, glaube ich, wirklich das größte Problem überhaupt hier. Ich überlege gerade, ob ich soll noch die anderen Minen einstellen oder einschalten. Eine sehr gute Frage, aber wenn, dann will ich eh nach oben bauen. Oben auf eine große Plattform. Weil hier auf dem Boden eigentlich alles gut und schön, aber ich glaube, die Fundamente, die haben, sage ich mal, zum größten Teil, glaube ich, auch Fixpunkte. Das Schlappe können wir mal ausmachen. So, 49 Eisenstangen. Oh, das wird eine Qual mit den Schrauben später. Da war ja auch mal was gewesen. ja, zu viel. 100 Eisenplatten. Erstmal mal wieder was einsammeln. Oh, hier war ich schon gewesen. Da ist noch eine Schnecke. Ich glaube, hier oben war auch noch eine Schnecke gewesen. Der Punkt hier mit der Schnecke. Da.
Mistviecher. Kein einziges Mal getroffen worden. Hey. Das komisch aus mit den Fließbändern. Oh. Kann man die Taschenlampe wieder einschalten? Ah, da ist noch so ein Vieh. Böse Uran, lasse ich mal die Finger weg. Schauen wir mal, ob ich hier ein bisschen wieder was habe. Ja, nicht viel, aber naja. Kupfer, das staut sich erstmal. So. Und erstmal wieder einige Eisenplatten. Das reicht ja nicht. Den Eisenplatten. Also hier ist Luft dazwischen, da könnte ich noch eine zweite Dings einstellen, beziehungsweise ein Conveyor-Bild. Hier sieht es gut aus. Ja, das geht langsam hoch. Ich denke mal, ich werde noch die anderen zwei Lagercontainer nach oben aufbauen für die anderen zwei Minen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Aber erst, wenn ich die Foundations habe. Ein, zwei Stück brauche ich noch. So, auf Wiedersehen. Der auch fertig. Gut. Endlich Biomasse. So, und dann kommen wir hier auch zu den einer oder anderen Mod, die ich ja mit drauf habe. Erstmal das hier. Und zwar Refine Power. Und zwar die Windturbine kann ich herstellen. Bringt mir 10 bis 30 Megawatt, je nach Höhe der Position, wie ich die aufbaue. Die Automated Biomass Generator weiß ich jetzt leider nicht. Ich denke mal, dass es genauso dasselbe ist wie hier der Biomassebrenner. Warum Automated? Keine Ahnung. Stackable Machines ist halt, dass ich die Maschinen übereinander stacken kann. In Verbindung mit den hier den Förderliften. Das ist eigentlich auch eine ganz nette Mod, aber wie gesagt, ich kenne die leider noch nicht so. So, aber erstmal, ich brauche jede Menge Zement. Und da ist mal wieder die Dings ausgegangen. Oh, warte mal. So. Ich habe Biomasse. Endlich Biomasse.
werde alle 10 Minuten hier rumrennen und Dinger einsammeln, Blätter. So, Biomasse. Biomasse. So. Und das hier weiter. Holz habe ich ja genügend. Blätter habe ich nur ein paar Stück. So, Biomasse mache ich erstmal dort hinein. Die Sachen kommen auch erstmal dort hinein, genau. Ein bisschen Holz habe ich noch. Nanu. Und noch die Blätter. Klar, ich könnte das Ganze automatisieren, aber pff, ganz ehrlich. Wenn ich später auf die Kohleenergie gehe, dann brauche ich keine Biomasse mehr. So. Da haben wir das fertig. Wie gesagt, die Biomasse ist wesentlich effizienter als die normalen Blätter. Behaupte ich mal. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ah, da war schon ein bisschen länger Zeit der Strom weg gewesen. Aber das sieht gut aus. Ey, wow. So. So, ja gut, bis das andere hier fertig ist. Das dauert ein bisschen. Und erst wenn ich die Fundamente habe, kann ich richtig bauen. Ansonsten Kalkstein, Eisenerz, Kupfererz. Habe ich nur oben die eine Plattform. Die nächste wäre doch dort hinten, genau. Dann wäre die Richtung doch noch gut gewesen. Hier ist Schwefel. Berries. Das ist doch eine Schnecke. Das ist auch noch eine Ui. Noch eine Schnecke. Da hinten ist noch eine Schnecke. Ey. Hat sich da was getan mit den ganzen Schnecken, dass die hier so viele sind? Klar, es gibt halt mehrere Schnecken. Wow, willst du mich verarschen? Einfaches Spiel mit dir. Sind da jetzt noch mehr Schnecken dazugekommen?
beziehungsweise von den Grünen. War doch was gewesen? Habe ich dich doch irgendwo rumlaufen gesehen. Oh ja, da ist diese böse Pflanze. Ja, das ist die böse Pflanze. Ich glaube, da sind mehr Schnecken dazugekommen. Also nicht durch das Aussehen, sondern halt. Toll, ich komme hier nicht hoch. Ah. Ach, geht doch. Hier haben wir noch Kupfer, ne, Eisenerz. Da ist noch mehr Eisenerz. Da ist Kalk. Autosaving, ja. Ich glaube, bei dieser Schnecke komme ich nur mit einem Conveyor Belt hoch. Aha! Ich habe nicht genügend Sachen dabei. Ich mal könnten auch oben die Stecke holen. Pff. Naja. Noch ein bisschen Zeug zu holen. Bären. Also hier habe ich definitiv was verpasst mit dem Element. Da habe ich definitiv was verpasst mit dem Update. So, ich denke mal, es ist ein bisschen was dabei rumgekommen. Ja, Kupfer definitiv. Bei dem Zeug ist auch ein bisschen was da. Ja. Ah, Beton reicht noch nicht ganz aus. Wow.
So. Sieht's aus mit der Biomasse? Ja, ein bisschen hat ja schon geschluckt. So. Eisenplatten. Gut. Oh nein. Ich meine, stelle ein Käffchen. Ich bin gleich wieder da. So, wieder da. Dann kann ich das hier auch mal Achso, ne, stopp, es fehlen noch die. Bäh. Hier die Kollegen. ...44 Stück. Ah, gut. Jo, dankeschön, Asura. So, hier hinein. Abschießen. Neue Gebäude, das ist gut. Ein Beobachtungsturm brauche ich nicht. Der Weltraum hilft zurzeit auch noch nicht. Das wird ja auch wieder ein Knüller werden. Ein Biomasse-Brennofen. Noch nicht. Fundamente, da sind sie doch. Wände. Erstmal noch nicht. So, auf geht's. Gut, was heißt auf geht's?
Beziehungsweise, machen wir auf die 5 und das hier auf die 6. Ja, Fortnite-Spieler können das viel schneller machen als ich. Mit dem Bauen. Obwohl ich nie Fortnite gespielt habe. So. Kommt, dass es hier schön aussieht. So. Hm. Ich überlege gerade, ob ich soll noch eins höher bauen. Und dann habe ich jetzt da kein Dings mehr. Da wird das ziemlich, was ich hier aufgebaut habe, wird abgerissen, wird alles. Oh, na komm. Lass mal den Beton schneller gehen. Das kann aber nicht so schnell gehen, weil ich den Merchblock brauche. Hier Logistik. Brauche ich ja den Fusionierer, beziehungsweise. Ja, den Fusionierer brauche ich. Gut. So, gib mir davon mal 100 Stück. Das mit Euro Stück. Da. Wie ich das gehört, beim Kaffee gehört eigentlich immer eine Zigarette dazu. Wobei meine Hülsen auch immer weniger werden. Scheiße. Naja. Ich weiß nicht, seitdem ich Urlaub habe, bin ich zum Kettenraucher geworden. Keine Ahnung. Sau schlimm. Also Notiz an mich, auf sofort keinen Urlaub mehr machen. Achso, weißt du überhaupt, was das Soul macht? Hat ja lange nichts mehr von ihm gehört. Alles nehmen. Ach Gott, hier. Okay. So, hat er Besuch.
3 Stück fehlen noch. Das rein, das rein. Oh, fertig. Hehehe. Knöpfchen drücken. So. Dann habe ich jetzt hier den Fusionierer. Ja. Eisenstangen. Tja. Hab ich nicht noch einen Miner? Hab ich nicht einen anderen gar. Oh. Stopp, was brauche ich nochmal? Eisenstangen. Hier eine Menge Eisenplatten. Dann muss ich noch einen tragbaren Miner bauen. Oh, ich muss da irgendwo einen rumfliegen haben. Nee, ich hab, glaube ich. Nee, ich hab keinen. Ich hab keinen mehr. Doch, ich hab noch einen. Oh, Gott sei Dank. Produktion Miner. So, dann wird's aber nur knapp mit dem Strom jetzt, ne? Förderband zu lang. Warte mal, wie war das nochmal gewesen? Baumenü. Nee, stopp. Drehen? Ja, okay, das ist klar mit dem Drehen. Aber... Puh. Da ging das nur mit dem hier. Eisenstangen mehr. Beziehungsweise kein Eisen. Wie sieht es überhaupt hier aus? Boah, ja. So, das heißt... Das kommt erstmal weg. Da kommt hier Logistik, ein Fusionierer hinzu. So. Genug Freiraum. Willst du mich verkackeiern? Nicht genügend Freiraum? Hä? Lol, da waren 2 Stück. Okay.
zwei Stück aufeinander. Interessant. Habe ich jetzt auch noch nicht so gehabt, dass man zwei Stück übereinander bauen kann. Ich glaube, das ist ein Bug. Ah, it's not a bug, it's a feature. So, dann muss ich aus den Eisenplatten oder beziehungsweise aus den Kupferplatten muss ich Eisenplatten herstellen. Aus den Eisenplatten muss ich Eisenstangen, Schrauben ummachen. Oh Gott. Jetzt weiß ich, wieso ich immer so früh aufgegeben habe bei dem Spiel. So. Fundamente. So, Strom, Biomassebrenner. Ja, finde ich hier wesentlich angenehmer. Soll ich noch gucken? Genau. So, Biomasse habe ich aber nichts mehr da. Aber die Kiste hat es noch. 30 Megawatt ist jetzt ja nicht gerade viel, aber besser als nichts. So, rein damit. So, da kommt hier ein Strommast hin. Und auf geht's. Dann soll der auch gleich anfangen zu funktionieren. Naja, du spielst halt auf Experimentell, da gibt es viele Bugs. Ist ja nur ein Testserver sozusagen. Ja. Das stimmt schon. Aber es gab auch seit längerer Zeit kein Update mehr raus. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer es von euch auf Steam hat. Gibt es dort auch einen, die experimentell bald oder eher nur Vanilla? Nicht aufregend von Anfang an automatisieren und erstmal wild durcheinander bauen als Grundlage, damit man die Fabrik dann schön bauen. Ja, definitiv. Deswegen habe ich dort hinten ja so ein kleines Podest gebaut, da ich hier in die Lüfte bauen kann. So, dann das läuft mal. Weil am Anfang muss man eh alles wild umbauen. So. Soll das hier auch hoffentlich schneller laufen. Und dann sollen hier hoffentlich keine Lücken mehr entstehen, wie es hier der Fall ist. Ich hoffe es mal. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Gut. Der Baum da stört mich. Na egal. Na, ja, das mit den Step-Punkten, das ist auch nicht so. Naja, hier in der Mitte lasse ich frei, vielleicht für dort später den Fahrstuhl reinzubringen. Ich weiß es noch nicht so genau. Ja, komm. Einer geht noch. Geronimo. Oh, scheiße. Sollte ich das hier auch
das staut sich nicht, okay. Aber ah, gut, okay, hier staut es sich. Das ist sehr schön. So, dann schauen wir mal, was die nächste. Upsala, sorry. Was ich als nächstes bauen werde. Ja gut, das kann ich einfach so machen. Ob verbessern. Die 100k-Statue. Die 100k-Statue. Keine Ahnung, was die zu bedeuten hat. 100.000 Leute Spieler haben es gekauft. Ich weiß es nicht. Feldforschung. Boah, Teilmontage, da warte ich noch ein bisschen damit. Ah ja, der Eraser Schredder. Die Förderbänder. Oh ja, gut, okay. Das dauert ein bisschen. Das lasse ich lieber automatisieren. Ich mache die Feldforschung. So, achso, Schrauben. Hm. Oh, sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Stopp. Brauche ein bisschen mehr. So, wie sieht's aus mit dem Strom hier? Ja, sieht doch gut aus. Hey. Außer hier. Autosave. Rein damit. Und rein damit. Oh. So. Dann habe ich erstmal ein bisschen Ruhe. So, 300 Stück. Okay, Eisenplatten brauche ich noch welche. Verdammt viele Schrauben. Schrauben, das ist wirklich... Ich weiß nicht. Die gehen verdammt gut weg. Ich weiß nicht mehr, ab welcher Stufe der Fahrstuhl kommt. Ich weiß nur die Pipes. Die Pipes sind lustig. Das glaube ich, habe ich damals mit dem. Ich glaube, das war mit Soul gewesen, wo wir das mal ausprobiert haben mit den Pipes. Also da, ja. Ja, 75 Stunden dabei, Azur. So, dann die Eisenplatten. Ja, du bist auch, glaube ich, einer der wenigen, die öfters hier vorbeischauen.